Was gibt es für Erfahrungen und Tipps aus dem Projekt Parents at Work? Man muss Unternehmen auch vor Augen führen, welche negativen Konsequenzen es hat, wenn sie ein Arbeitsklima aufrechterhalten oder schaffen, in dem Menschen so schlecht behandelt werden, nur aufgrund der Tatsache, dass sie Eltern werden. Und sie hat mir erzählt, wenn sie einen Tag frei haben möchte und ihrem Chef sagt, das ist, weil sie das Auto in die Reparatur bringen muss, ist das überhaupt kein Problem. Wenn sie dem Chef sagt, es ist, weil sie mit dem Kind einen Arzttermin oder einen Krankenhaustermin hat, dann gibt es Probleme, dann will ihr Chef diesen Tag nicht geben und sozusagen kann sie sich auch abwertende Bemerkungen anhören. Aber bei Eltern ist so dieses Bild, die sind jetzt nicht mehr ganz da, die arbeiten nicht mehr voll für uns. Und das ist das, was viele Beschäftigte extrem stört, dieses Image, was Eltern haben, was realitätsfremd ist und was sie benachteiligt. Und viele wünschen sich da eigentlich so eine Image-Kampagne auch in Unternehmen und für Unternehmen. Das, was wir versuchen, ist, den Blick darauf zu lenken, dass es sich hier um einen Gesetzesbruch handelt, wenn diskriminiert wird. Und dass die Personen vielleicht durch uns und auch durch unsere Unterstützung, sei es mit Hilfe von Interventionen oder auch mit Gesprächen mit dem Arbeitgeber oder auch im letzten Fall durch Anträge an die Gleichbehandlungskommission, einfach zeigt, dass wir als Institution im Hintergrund stehen, nämlich die Gleichstellung zu fördern. Das heißt, die Diskriminierung dadurch zu bekämpfen, dass wir als Organisation den Leuten auch dieses Empowerment geben. Recht ist immer auch Empowerment. Viele Unternehmen wollen es anders machen. Ich glaube, dass es schon sehr wichtig ist, wenn man das Thema ernst nehmen möchte. Das ist die Frage, dass man auch klare Prozesse von der Personalseite auch hat. Wie geht man mit dem Thema um? Was passiert, wenn jemand zurückkommt? Welche Modelle können wir uns in welchen Aufgabengebieten vorstellen? Das kann man ja ganz offen und direkt kommunizieren. Ich verstehe, dass eine Pausierung zum Beispiel zu einem Problem wird. Und man kann ja darüber reden, wie kann man die Lücke schließen in der Zwischenzeit. Also ich glaube, nur durchs Reden und Planen kommt man zusammen. Die Unternehmen können es sich ja auch selbst viel leichter machen, indem sie einfach sagen, okay, die Frau X ist jetzt von bis in Karenz und genau für diesen Zeitraum stellen wir eine Vertretung an. Das ist rechtlich erlaubt, das kann man machen, das ist auch nicht schwierig. Und ich signalisiere damit einfach auch meiner Mitarbeiterin, dass sie in dieser Position sozusagen in der ersten Rolle ist und vorrangig diese Stelle wieder zurückbekommt, wenn sie zurückkommt. Auch vor einem Wiedereinstieg, dass man sich wirklich zusammensetzt und halt auch schaut, dass die Führungsebene sozusagen das auch alles mitträgt, die gesamte Führungsebene. Bringen Eltern auch was Neues ein am Arbeitsplatz? Welche positiven Aspekte können mit Elternsein verknüpft werden? Deswegen auch dieses Projekt, mit Unternehmen in Kontakt zu kommen, um eine aktive Gleichstellungspolitik im Unternehmen zu machen. Was heißt das in dem Fall? Das heißt, dass ich das nutze, dass Menschen Vereinbarkeitsthemen haben, dass ich meine Unternehmenskultur darauf ausrichte und dass ich auch sehe, dass das mir was bringt, nämlich dass die Mitarbeiter bei mir bleiben, die guten, die ich habe, und dass ich das auch planbar und flexibel in diesem sozusagen Wechselspiel gut organisieren kann. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss auch gesehen werden, dass es ja auch die positiven Aspekte werden ständig unterschätzt, auch die es hat, wenn ich Menschen mit Betreuungspflichten oder eben Mütter oder Väter im Betrieb habe. Ja? Die sind, wenn sie in einem Arbeitsumfeld arbeiten, in dem sie eben Beruf und Familie vereinbaren können, auch wesentlich loyaler. Es sind meist stabilere Erwerbskarrieren. Und ich erlebe das dort auch immer wieder, dass das einfach ein super Verständnis ist, wenn beide Seiten sozusagen wissen, wovon man spricht. Ja? Achso, ja, eh klar, der Kind ist krank, na sowieso, dann bleibst du halt daheim und das geht dann eigentlich total easy. Ja? Und im Gegenzug kriegt man aber dann halt totale Loyalität. Da kommt sofort immer ein Gegenangebot meistens. Naja, ich kann dafür da und da oder da länger bleiben oder sowas. Ja? Es ist auf jeden Fall wichtig zu sehen, dass dieses Know-how in den Unternehmen ganz viel bringt, weil ich ja Verantwortung lerne, weil ich eine andere Form von Umgang erlernen und so weiter und so fort. Eine gewisse Art von Führungskompetenz, würde ich durchaus sagen, dass man das da entwickeln kann. Und wozu man natürlich gezwungen ist, ist einfach ein Zeitmanagement halt